Hallöchen, herzlich willkommen wieder bei Els Wunderland. Aber dieser Kabel ist verdammt lang, ohne Scheiß. Ich bin immer noch, ich glaube, das wird schon fünfte oder sechste Folge, wenn ich machen. Der Kabel ist übertrieben lang. Ja, schön, alles gut und gut, aber wo soll... Wo soll ich schießen oder so? Aha. Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Okay, also diese Level da ein bisschen einfacher als die. Wow! Ja. Hündchen. Meine feinfederigen Freunde nicht nachlassen jetzt! Hey, what the fuck? Ja! Ja, jetzt. Wo soll ich jetzt hin? Ja. Oh, die Schlangen. Okay. Ah, oh, scheiße. Ah, viel zu viel. Thank you.
Shit. Ja, ich will weitermachen. Boah, aber das ist schon ein bisschen, schon langsam heftig. Wenn's die Riesen bestimmt. Der Lohn. Ach du Scheiße. Deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen. Oh nee, ich muss das wiederholen. Ich will mich verarschen. Also, machen wir nochmal. Ja, alles ist eigentlich unstabil, Leute, aber man erreicht es, ich drücke immer. Wenn er zu spät, dann ist es schon tot. Ah ja. Macht es ja nicht aufzuhören, rennt weiter oder ich...
so. Pause. Fuck! So nah! So fucking nah! Heilen wir ein bisschen, weil das ist immer gut. Yeah! Nein, halt, das reicht jetzt! Arr, hört schon auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten! Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nie. Versuch das gar nicht. Okay. Oh! Shit! Alter, das war verdammt. Ah, danke. Hilfe. Ja! Also, jetzt haben wir. Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das in deinem Auge starkt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder. Wundere mich, wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Ich will auch so springen. Ja, klar. Zurücktreten, Ohren zu halten, Nasen festhalten.
Lasst falsche Hoffnung fahren. Vergesst, was gewesen. Es ist vollbracht. Wahnsinn hält Einzug. Spinnt den Dirn ins Wort. Jetzt einsteigen. So. Diese Uhrenteile werden uns den schottrigen Weg zur Montage ebnen. Warte mal, Leute, jetzt schauen wir mal kurz. Ja, haben wir. Sieht immer schlimmer aus. Wenn wir so eine Waffe. Courage, Alice! Ich krieg diese Tür schon auf! Eine Uhrwerkbombe. Die Kampfschaltwerk der Wiedersehen. Vorteil. Aha, wenn aktiviert diese Bombe, explodiert das. Ich versuche zu tun, aber nichts passiert. So, jetzt habe ich's. Oh ja, ich habe einen Lauf. Das kann ich immer wieder aus, als wüsste ich's. Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Okay. Er hat's gesagt. Mein Tiefschlaf hat schon einen Traum. Aber sicher. Guten Tag. Heile mich gut. Er hat's gesagt!
Mein Tischlehrer hat schon immer Traum. Aber sicher. Hm? Guten Morgen. Wahnsinn. Was geht denn für eine Anständige? Ist doch klar. Saufen time! Ja, saufen wir so wie es geht. Schon wieder saufen, saufen, ist immer gut, saufen. Und was geht hier schon? Berater, oder was? Warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg. Ihr seid zu spät. Diese abscheulichen Tischmanieren. Sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend. Haben sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Lass mich sofort runter. Ich soll... Genug verlabert. Kampfzeit, Fräulein. Oh oh. Lasst falsche Hoffnungen fahren! Vergesst, was gewesen! Es ist vollbracht! Wahnsinn hält Einzug! Spinnt den Irrwitz fort! Das war's. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen.
Gelobt sein aller Heiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen Sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir im Bett. Im Dunkeln lässt sie es gut rumpeln, ne? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Manny kannte sie. Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, ich hätte keine Lust auf diese. Komm, wir schleichen uns hinten raus. Kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Okay. Das ist nur der Krieg. Ja, ist glaube ich durch. Okay. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettarschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Zwitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Tim meinte mal, er würde bestimmt und eine hätte wohl nicht gedacht, dass ihr mein ist ihr Name Jack hat. Lautet. Ja, oh, was du denkst. Ja, schön. What the fuck ist das passiert? Zwei Schilling auf den Dicken! Welcher ist denn der Dicke? Der da hinten, du Idiot! Hör auf, der wird doch geschlachtet! Dann drei Schilling! Geht nur eins, okay? Okay, Schlägerei. Ja, abgemacht. Gib's ihm! Komm schon, da hat meine Oma mehr Wumms. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Am See. Also Leute, das wir sind im vierten Kapitel, aber ho-
hoffe ich, diese Kapitel haben ein bisschen kürzer als das erste. Und das war's und bis nächstes Mal. Ciao.